Heute sprechen wir über den Hausplan. Einfamilienhaus, 120 Quadratmeter. Drei Schlafzimmer, zwei separate Bäder. Und zum Schluss gebe ich euch Tipps, wie man am besten Haus planen sollte in Paraguay. Also bleibt dran. So, da sieht man das Haus. Sehr schön, denke ich mir, geplant. Die Fassade. Und hier sieht man ja von innen natürlich die Gestaltungswünsche oder eure Gestaltungswünsche werden selbstverständlich berücksichtigt. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Vorschläge auch zu diesem Hausplan, einfach unten in den Kommentaren mitteilen, damit wir euch helfen können und umgekehrt ja auch. So, da sieht man das Haus 12 Meter auf 10 Meter, sehr schön gelöst. Man kann die Zwischenwände entweder hochziehen, ja, oder weglassen zum Wohn-Essbereich. Und man hat genug Platz. So, da gehen wir einfach ins Haus rein. Wie gesagt, das sind viele Beispiele, die natürlich von euren Wünschen abhängig sind. Auch die Farbe der Wände, die kann man selbstverständlich auch wählen. Viele lassen es einfach weiß, die anderen, genau wie in diesem Beispiel, wird einfach Farbe benutzt nach euren Wünschen. So, selbstverständlich die Möbel, die sind nicht im Preis enthalten. So, ganz kurz hier dazu, da ist auch ein Platz, ein Stellplatz, da ist der Eingangsbereich. Man kann gerne auch eine Garage draus machen und da ist ja die Wand, die kann man entweder hochziehen oder weglassen. So, das ist natürlich der Essbereich, Kochnische, je nachdem, beziehungsweise auch Küche. Man kann selbstverständlich viele Möglichkeiten nutzen durch die Architektin in diesem Fall. Und wie man sieht, auch die Möblierung kann man auch dazu bestellen. So, hier sieht man, dass es sich um ein kleines Grundstück handelt. Sorry, einfach 12 Meter, also das Haus ist voll auf die Breite des Grundstückes. Wenn Sie natürlich jetzt zwei Grundstücke nehmen, hat man 24 Meter breites Grundstück, sodass man noch 12 Meter übrig hat. Aber sogar bei 12 Meter auf 10 Meter bleiben da noch viele Meter übrig. So, der Blick aus dem Schlafzimmer. Grundsätzlich bevorzuge ich auch größere Fenster. Die Türen, die kann man auch weiß oder grundsätzlich Standard ist eine Holzfarbe. In diesem Fall sieht es natürlich anders auch aus. Weil es natürlich, wie gesagt, von den Wünschen des Kunden abhängig ist. So, da sieht man noch ein Schlafzimmer mit Einbauschrank. Und extra separater Bad. Also das ist eine gute Lösung, Schlafzimmer mit Bad. Das macht man so in Paraguay.
Hier das andere Bad, also meiner Meinung nach ist wirklich super, sehr schön und dekorativ eingerichtet. Also, willkommen in Paraguay. Also, falls ihr noch Fragen habt, natürlich gerne anrufen bzw. am besten per E-Mail melden. Wie gesagt, das beste Beispiel, das ist ein Beispielshaus, Beispielplanung, Hausplanung. Von daher nehmt ihr einfach als persönlichen Rat von mir. Ihr seid gerne willkommen. Und falls ihr Fragen habt bezüglich des Hausplans, einfach anrufen und sich informieren. Bis dann!